guten Abend, Northeim. Noch etwas zu leise. Ich bin heute Ihr Versammlungsleiter. Mein Name ist Jens Kästner. Ich bin der stellvertretende Kreisvorsitzende der AfD Northeim. Und ich möchte erstmal alle aufrichtigen Bürger und Patrioten bitten, näher zu kommen. Die Realitätsverweigerer können gerne da drüben bleiben oder da hinten unter ihrem Baum. Aber alle, die ihr Land lieben, bitte einmal nach vorne. Zu meinen Aufgaben als Versammlungsleiter gehört es, Sie auf das eine oder andere hinzuweisen. Da wäre das Erste, Sie dürfen keine gefährlichen Gegenstände mitführen. Das sind Glasflaschen, Messer, Pistolen, sonstige Sachen, Pfefferspray. Gegen eine dumme Ideologie kann man nichts machen, die hat sich da hinten versammelt, so ist das halt. Ja, vielen Dank, ich bin lauter als Sie. Hören Sie das? Des Weiteren möchte ich darauf hinweisen, dass aus unserer Gruppe heraus keinerlei Provokationen gegen die anderen, also nicht hingehen, wenn die pöbeln oder sonstige Sachen machen, einfach hier bleiben. Dafür habe ich meine Ordner. Die Ordner erkennen Sie an der Binde, wo Ordner draufsteht. Das sind meine verlängerten Augen und meine verlängerten Ohren. Und sollte es irgendwo Probleme geben, dann komme ich selber. Und Sie sehen ja auch, die Staatsmacht ist anwesend und die werden uns helfen und dass hier alles ordentlich absichern, dass hier keinem was passiert. Das hat man uns zugesagt. So, so viel dazu. Damit erkläre ich die Versammlung ganz offiziell für eröffnet und darf dann auch schon den ersten Gast von dreien, die wir heute hier haben, das sind einmal Frau Ebner-Steiner, das ist Herr Gauland und das ist Herr Höcke. Die Leute werden Ihnen heute einmal darlegen, wie es um unser Land steht und wie wir unser Land retten können. Dann darf ich jetzt Frau Katrin Ebner-Steiner aus dem wunderschönen Bundesland Bayern nach oben bitten, die scharfe Stimme von dort. Bitteschön. Applaus. Servus, liebe Northeimer. Servus, liebe Freunde der AfD. Ich freue mich riesig, dass ich heute bei euch reden darf und ich hoffe, ihr versteht es auch ein bisschen bayerisch. Hand aufs Herz, wie viel davon haben Sie wirklich verstanden? Alles. Wir sprechen dieselbe Sprache, teilen dieselbe Staatsbürgerschaft und weitestgehend dieselbe Geschichte. Und trotzdem, wenn wir ehrlich miteinander sind, die Unterschiede sind deutlich sichtbar und vor allem hörbar. Die Unterschiede liegen in der Sprache, in der Mentalität, in der Religion und in dem Parteiengefüge, siehe CSU. Kurzum, die Integrationsphase der Bayern in Deutschland ist bis heute nicht abgeschlossen. Wie verrückt, wie verirrt, wie naiv, wie weltfremd muss eine Politik sein, die ernsthaft darauf setzt, massenhaft kulturfremde, männliche, muslimische Araber und Nordafrikaner zu integrieren. Merkel ist eine kluge Frau. Was hat sie am 4. September 2015 geritten, als sie den Asyl-Tsunami auf uns lostrat? War es der bloße humanitäre Imperativ? War es der Pioniergeist, die Tür zur Eine-Welt-Ideologie aufzuschlagen? Oder war es schlicht Größenwahn? Eigentlich ist es völlig egal, welcher Teufel sie ritt. Aber eins ist klar, Merkel muss weg. Wirtschaftlich haben wir es mit ganz überwiegend nicht in den Arbeitsmarkt integrierbaren Menschen zu tun. Das musste auch Bundesarbeitsministerin Nahles unlängst zugeben. Die Arbeitsproduktivität liegt überwiegend unter dem Mindestlohn. Das erklärt auch, warum gerade einmal 54 Asylanten von DAX-Unternehmen eingestellt wurden. Dieser Befund beweist übrigens auch, dass die angebliche Nachfrage nach Fachkräften durch Asylmigranten gelindert werden könnte. Auch der demografische Wandel könnte abgeschwächt werden. Meine Freunde, genau das Gegenteil ist richtig. Der technische Fortschritt und ganz besonders die Digitalisierung werden die zukünftige Nachfrage nach Arbeitskräften mit geringer Arbeitsproduktivität deutlich nach unten gehen lassen.
Wo die Asylanten hingegen dringend gebraucht werden, sind ihre Herkunftsstaaten. Dort nämlich fehlen die jungen Männer für die Aufbauarbeiten. Ökonomisch beschleunigt die aktuelle Asylpolitik im Ergebnis den Kollaps des deutschen Sozialstaats. Diese Asylpolitik führt direkt in Hyperinflation, in Währungsreform, in Depression, Massenarbeitslosigkeit und Massenverelendung. Mit anderen Worten, wirtschaftlich gesehen brauchen wir keinen einzigen Kulturbereicherer. Professor Rappelhüschen setzt dafür 900 Milliarden Euro an, die uns Merkels Größenwahnsinn kostet. Die Bundeskanzlerin verfügt nicht über die Größe, diesen gigantischen Fehler einzugestehen und über ihren Schatten zu springen. Stattdessen schwärmt sie diese Woche im Bundestag von Erfolgen ihrer Asylpolitik. Liebe Nordheimer, verpassen Sie am Sonntag diesen unfähigen Parteienkartell einen Denkzettel. 100.000 junge muslimische Männer sind 2015 zu uns gekommen. Viele von ihnen bringen keine Kultur des Friedens. Sie bringen uns das Mittelalter ins Land. Schon jetzt leben 5 Millionen Muslime mit teilweise abweichenden Rechtsvorstellungen in Deutschland. Nach einer Studie der Uni Leipzig fühlt sich die Hälfte der deutschen Bevölkerung durch die vielen Muslime wie ein Fremder im eigenen Land. Und ich frage euch, fühlt ihr euch nicht auch manchmal wie Fremde im eigenen Land? Ja. Der Bürger sind laut dieser Umfrage der Meinung, Muslimen soll die Zuwanderung nach Deutschland ganz untersagt werden. Richtig so! In einer weiteren Studie kam heraus, dass die Hälfte der Türken, die schon in Deutschland leben, den Koran höher schätzen als die deutschen Gesetze. Richtig! Nicht einmal der in Deutschland eingekehrte Terror kann Merkel dazu bewegen, von ihrem stumpfen Wir schaffen das zu lassen. Merkel ist uneinsichtig. Wissen Sie, was man Autofahrer nach Alkoholfahrten im sogenannten Idiotentest testet? Darauf, ob sie Einsicht beweisen. Falls nicht, ist der Lappen weg. Liebe Nordheimer, es ist an der Zeit, Merkel und ihrem Allparteienkartell den Lappen zu entziehen. Im Parteiprogramm der AfD steht, der Islam gehört nicht zu Deutschland. Richtig so. Auch hier keine Einsicht Merkels. Deshalb ist es wichtig, dass Sie ihr übermorgen zeigen, dass Moscheen nicht zu Nordheim gehören. Ich frage euch, gehören Kinderehen? Gehören Ehrenmorde, gehören Steinigungen zu Deutschland? Nein! Nur in Ausnahmefällen. Als Bayerin und Deutsche möchte ich hier bei uns keine Halbmonde, sondern Kirchtürme sehen. Als Deutsche möchte ich nicht Burka und Burkinis, sondern Miniröcke und Bikinis sehen. Als Deutsche bin ich nicht eine von mehreren Ehefrauen, sondern die einzige Ehefrau meines Mannes. Als Deutsche halte ich nicht demütig still, sondern ich sage ihm auch mal, wo es lang geht, meine Freunde. Und als Deutsche werde ich meine 14-jährige Tochter nicht mit dem Cousin zwangsverheiraten, sondern überlasse ihr die Wahl des Liebsten. So oder ähnlich müssen Leitlinien aussehen, die Asyl- und Sozialhelfer den muslimischen Männern beizubringen haben. Wie verantwortungslos aber die Realität der angeblichen Integrationsarbeit aussieht, zeigen Praxisberichte aus den Heimen.
Dort konkret bei der Arbeiterwohlfahrt wird das Flirten beigebracht. Man leistet also willfährig Beihilfe zum Wir gebären euch weg oder wir erobern euch über eure Bäuche. Weitere Beweise dafür, welche Bedeutung Merkel und ihre CDU der Integrationsbemühungen wirklich einräumen, liefern Berichte über gemeinsame Kaffeefahrten und erotische Spaßveranstaltungen, die unter dem Deckmantel von Integrationsarbeit laufen. So, liebe Freunde, fühlt sich Merkel Integrationspolitik an. So ernst nimmt sie unsere Kultur. So ernst nimmt sie Deutschland. Ihr Satz im Bundestag diese Woche lautete: Deutschland bleibt Deutschland mit allem, was uns lieb und teuer ist. Mit uns meinte sie wohl ihre Duracell-Abnickerhasen der CDU. Ja, das teuer sind die Asylanten. Genau. Wie wenig Merkel und ihre Regierung aber dazugelernt haben, zeigen weitere Fakten. Salafisten wie Sven Lau, Pierre Vogel und ein Abu Nagi wurde das Feld überlassen. Dasselbe gilt für DTIP und zahlreiche andere islamistische Hetz- und Unterwanderungsvereine. Verbote, Fehlanzeige. Es ist ein Skandal, dass in Deutschland eine sogenannte Scharia-Polizei Bürger einschüchtern darf. Strafrechtliche Sanktionen, Fehlanzeige. Es ist ein Skandal, dass der IS in Deutschland erfolgreich Rekruten wirbt. Es ist ein Skandal, dass diese dann wieder reumütig deutschen Boden betreten können, und zwar nach wie vor als deutsche Staatsbürger. Entzug der Staatsbürgerschaft? Fehlanzeige. Die neue, rein türkische Migrationspartei ist eine vorhersehbare Folge dieser nachlässigen und gleichgültigen Politik. Eine reine Migrationspartei ist deswegen ein Drama, weil sie ganz gezielt deutsche Interessen negiert. Und nicht nur das, sie tritt also in Konkurrenz zum eigentlichen Souverän, nämlich den Deutschen, auf. Dies, meine Freunde, ist eine logische Folge des Geburtsortsprinzips, das im Jahre 2000 von Rot-Grünem Staatsangehörigkeitsrecht eingeführt wurde und die von vielen Ideologen möglicherweise auch gewünscht war. Meine Damen und Herren, das deutsche Volk hat es bei den letzten Wahlen leider versäumt, seine Politiker auszutauschen. Jetzt tauschen die Politiker das Volk aus. Wir aber wollen auch in Zukunft eine deutsche Mehrheitsgesellschaft mit einer steigenden Geburtenrate. Deutsche Kinder sollen klar die Mehrheit der bei uns geborenen Kinder sein. Und das, meine Freunde, ist eine absolut legitime, eine absolut selbstverständliche Forderung. Das hat nichts mit Nationalismus, nichts mit Fremdenfeindlichkeit und schon gar nichts mit Rassismus zu tun. Das hat vielmehr mit gesundem Menschenverstand, mit Vernunft und mit natürlicher und berechtigter Selbsterhaltung zu tun. Wir sagen ganz selbstverständlich Ja zur Familie und wir sagen Ja zu deutschen Kindern und davon möglichst viele. Ja. Deshalb macht Liebe für Deutschland! Zum Abschluss ein Zitat aus Kennedys Antrittsrede 1961, das nie besser auf Deutschland passte wie heute. Er sagte: Frage nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern frage, was du für dein Land tun kannst. Und wenn ihr euch heute fragt, was ihr für euer Land, was ihr für eure Stadt tun könnt, dann lautet meine Antwort: am Sonntag AfD wählen! Ja, vielen Dank, Frau Katrin Ebner-Steiner, für diese klaren und deutlichen Worte. Vielen, vielen Dank, dass Sie aus Bayern den Weg hierher gefunden haben und
Wir werden Ihnen heute auch noch einen schönen Tag bereiten. Ich denke, das haben Sie verdient. Vielen Dank. Wenn Sie sich einmal umdrehen, dann sehen Sie unsere Blumen Group. Vielen Dank, dass ihr da seid. Alles für die kleine Gage, alles für die Sache, alles für Deutschland. Vielen Dank.